Sag mal, Holland! Holland! Los, sag mal, Holland! Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn Sie einen gründlichen Reiniger für Ihre dritten Zähne suchen, nehmen Sie Kukident 2 Phasen. Den einzigen mit 2 aktiven Reinigungsphasen. Die reinigen bakterientief und schützen so vor Mundgeruch und Entzündungen. Sehen Sie, schon die erste Phase macht gründlich sauber. Die zweite Phase geht in die Tiefe und bekämpft schädliche Bakterien. Das Mikroskop beweist, bakterientief rein. Vertrauen Sie deshalb auf Kukident 2 Phasen. Bakterientiefe Sauberkeit für Gesundheit im Mund. Frauchen, du verwöhnst mich. Früher gab's frisches Fleisch, aber jetzt bekomme ich immer mein Caesar mit feinem Fleisch in delikater Chili. Caesar. Für uns kleine, verwöhnte Hunde. So herrlich lecker zubereitet. Ich habe das liebste Frauchen der Welt. Caesar. Für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Entdecke die Welt voll Zauber und Fantasie. Hier triffst du Perfuma, die Prinzessin der Wildblumen, die zauberhafte Flatterina und die geheimnisvolle Nixe Mermista. Angela und Pika Blue schmücken sich gerade für das Fest der Prinzessinnen. Mit fantastischen Kleidern und wunderschön gekämmten Haaren fliegen sie zum Kristallpalast, wo Shira, Princess of Power, die strahlende Herrscherin, lebt. Doch was will Bo? Wenn sein Herz so schlägt, dann droht Gefahr für den Kristallpalast. Die eifersüchtige Katra und ihr Gefolge planen nichts Gutes. Doch Shira ist mächtiger. Sie ist Princess of Power. Jetzt Shira mit spannender Hörspielkassette im Kombiset. Shira, Princess of Power. Neu von Mattel. Fähre kommt gerade, schneller! Oh, so eine Radtour macht schon Appetit. Dann machen wir doch eine kleine Pause. Eine kleine Pause? Nix da, wir machen eine richtige. Hier! Stark. Der ist eine richtige Pause wert. Ja, Heide hat so viel von allem. Frisch gebackenen Keks, zartes Karamell und viel leckere Schokolade. Echt stark. Kreider, der ist wirklich eine richtige Pause wert. Der Pausensnack. Neu. Die Zahnbürste ohne Ecken und Kanten. Die mundgerechte Colgate Mediform. Spielend putzt sie die Schneidezähne. Schafft die Backenzähne. Kommt bis in die hintersten Winkel. Da bleibt kein Zahn ungeputzt. Die neue Colgate Mediform hat mehr Spielraum im Mundraum. Letzter Aufruf. Mainzelmännchen werden zum Flugsteig M gebeten. Take it cool. Cinco Cola, die Cola von Sinalco. Wirklich eine tolle Küche. Und auch einfach zu reinigen. Auch ohne Putzstreifen? Ja, deshalb empfehlen wir vom Pockenpool den Allzweckreiniger Andy. Denn Andy schafft streifenlose Sauberkeit. Wir haben Andy gegen andere Allzweckreiniger getestet. Ja, nass sieht's immer sauber aus. Warten Sie, gleich wird's trocken.
Links Putzstreifen wie so oft. Aber bei Andy nicht die Spur von einem Streifen. Ist ja toll. Andy putzt was weg. Streifenlos sauber. Darum empfehlen wir ja auch Andy. Andy schafft streifenlose Sauberkeit. Chefköche in klassischen Speiseölländern testeten Biskinöl. Heute Girardi Dante aus Santa Margherita. Provato l'olio Biskin. Mein Meeresfrüchtesalat und auch dieser italienische Salat. Beide sind mit Biskinöl hervorragend gelungen. Buonissimo. Biskin, das Speiseöl, das erfahrene Chefköche empfehlen. Spearmint entfaltet sich der Geschmack der reinen Minze und du erlebst die große, echte Frische. War einmal Familie Fischer. Die Mär erzählt von einer Frau, sie wohnt nicht weit vom Wonnegau. Das Jahreslos war schuld daran, dass Fischers jetzt so glücklich sahen. Die Haushaltskasse wurde voll, 100.000 Mark, ganz toll. Doch kaum war des Glückes Feuer verglommen, hat der Jüngste noch ein Flämmchen bekommen. Des Juniors Monatslos war bärenstark. Sein Konto verbuchte 100 Mark. Ihr lieben Leute, man glaubt es kaum, zwei Lose sind der wahre Traum. Ob Monats- oder Jahreslos, die Chancen sind unheimlich groß. Das Riesenglück, euch sei es gegönnt, ein Glück, dass ihr es kaufen könnt. Heidelinde Weiß zeigt mit dem Special Geld oder Leben um 20.15 Uhr im internationalen Satellitenfernsehen Dreisat, wie vielseitig sie ist. Ihr Partner in den vier heiteren Geschichten ist unter anderem Wolfgang Kieling. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen zu einem fußballfreien Abend im ZDF. Um 19.30 Uhr begegnen Sie unter anderem Jean Gabin in dem heiteren Spielfilm Der Himmel ist schon ausverkauft. Hey, meine lieben Freunde, sagt mal, seid ihr von hier? Was geht Sie im Dreck an? Das sind doch Touristen, die bereisen die Vendée. Dann sollen Sie mit der Bahn fahren. Da kaufen Sie eine Fahrkarte und kommen hin, wohin Sie wollen und brauchen auf der Straße keine Leute anzupöbeln. Sagen Sie, liebe Freunde, gibt's keine Sehenswürdigkeiten in der Gegend? Die Sehenswürdigkeiten sind alle drei unterwegs. Und nach welcher Richtung fährt man zum Schloss?
Da können Sie da lang oder da lang. Dann kommen Sie immer. Er hat recht, Sie können da lang oder da lang. Sie können aber auch querfeldein und fahren da lang. Ich rate Ihnen, mitten durchs nächste Dorf zu fahren. Da ist dem Ententeich was passiert. Halte deine Zunge im Zaum, Jean-Marie. Ja. Da hat nämlich ein gewisser Boulossier in einer mondlosen Nacht seine Frau hineingeschubst. Hältst du das Maul? Ja, das ist wahr. Das ist im letzten Winter geschehen. So? Na gut, wenn ihr dem Herrschaft eine Mordgeschichte erzählen wollt, dann werden Sie gleich selbst ein Mord erleben. Sogar zwei Morde auf einmal. Denn ich mache euch jetzt kalt und die Herrschaft sind Zeuge. Die Herrschaft soll ruhig im Dorf erzählen, wie ich aus euch Hackfleisch mache. Jetzt schneide ich Ihnen die Kehle durch. Das sind Wahnsinnige, die wollen uns ermorden. Ja, du hast recht, Mama. Denn dieser Wüstling ertränkt nicht nur Frauen im Teich, er kneift auch Kinder in den Arm. Verteidigt euch beide, denn ich greife euch nicht von hinten an. Ich drehe euch eure Zahnstümpfe nach vorne raus. Kommt ran, na, los! Wo ist der? Der ist weg. Was ist weg? Unser Wein! Pensionäre einmal anders um 19.30 Uhr. Ein Tierporträt zeichnen wir um 21 Uhr und wie jeden Montag dann um 21.15 Uhr unser Magazin für Wirtschaft und Soziales, diesmal mit folgenden Themen. Altes Eisen? Wir doch nicht. Deutsche Experten-Senioren als Entwicklungshelfer. Über 60 und sehr weise. Münchner Senioren helfen jungen Unternehmensgründern. Ein Jahr Beschäftigungsförderungsgesetz. Mittel zum Heuern und Feuern. Wieso-Tipp. So schützen Sie sich gegen Autoklau. Wieso? Heute 21.15 Uhr. Nach einem verlängerten Heute-Journal, das Dieter Kronzucker moderiert, blättern wir um 22.15 Uhr in Reisebildern aus der DDR. Bilder aus Ahrenshoop, dem Licht der Ostsee. Zum 50. Todestag von Maxim Gorki präsentiert das ZDF einen dreiteiligen Zyklus mit den wichtigsten Werken des russischen Dramatikers, der am 18. Juni 1936 in Moskau starb. Um 22.45 Uhr steht sein erstes Theaterstück auf unserem Spielplan, Kleinbürger, in einer Inszenierung des Akademietheaters Wien. Heute Meldungen zum Sendeschluss, dann gegen 1.25 Uhr in diesem Programm. Guten Abend, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Der Österreicher